Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maischisch. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Und es geht heute um einen Tabak, den ich persönlich sehr, sehr feier. Und der einfach mal was relativ doch Außergewöhnliches ist, was es gar nicht so häufig gibt. Die Marke ist schon etwas älter, aber nicht so bekannt. Aber ich wollte ihn gerne mal vorstellen, weil es ist echt ein sehr, sehr guter Tabak. Und ihr seht ihn hier oben auch schon stehen. Heute geht es um den Chilma Persian Apple. Ja, damit wisst ihr wahrscheinlich auch schon, was das Ganze sein soll. Das ist ein Apfeltabak und zwar geht es da um einen persischen Apfel. Viele suchen ja immer einen Apfeltabak ohne irgendwie Anis oder so, also keinen Doppelapfel, sondern einen reinen Apfeltabak. Und das hat Chilma mit dem Persian Apple gemacht. Also es ist wirklich ein reiner persischer Apfel mit, naja, einer kaum spürbaren Frische, soll das sein. Und ein schöner, süßer persischer Apfel eben. Ohne Anis, ohne Lakritzgeschmack, wie Doppelapfel halt eben schmeckt. Das Ganze bekommt ihr hier in so einer relativ großen Dose für Tabakdosen, ja. Hat auch einen Grund, weil das Ganze sind 250 Gramm, also nicht wie üblich 200 Gramm Dosen. 250 Gramm kosten hier 18,90 Euro, also finde ich ein sehr, sehr guter Preis, super gut vertretbar, weil es gibt ja mittlerweile schon 200 Gramm Tabakdosen, die 18,90 Euro kosten. Und hier kriegt ihr halt 50 Gramm mehr. So, dann würde ich sagen, ich zeige euch mal Schnitt und Feuchtigkeit. Ja, also Schnitt, wie ich finde, super. Also das ist wirklich fast schon fein, aber doch noch ein paar mittlere Stückchen dazu. Lässt sich super nice bauen im Funnel, im Tonkopf, eigentlich in jedem Kopf. Und zur Molasse. Leute, der Tabak ist 1A eingezogen. Ihr habt null überschüssige Molasse, ja, wirklich null. Zum Geruch und den riecht man schon, wenn ihr das Ganze aufmacht. Ja, also ich kenne absolut keinen Tabak, ich kenne keinen einzigen Tabak wirklich und ich kenne viele Tabake, der so riecht. Der riecht wirklich wie ein Apfel. Wirklich wie ein Apfel, 1:1. Also ja, wirklich richtig authentisch, sehr schön natürlich nach Apfel. Ich würde es wahrscheinlich mit einem Apfelsaft vergleichen. So riecht das Ganze. Dann würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lange. Ich zeige euch den Kopfbau im Werkbund Zeus im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns hier zum Rauchen wieder vom Chilma Persian Apple. Willkommen zurück, Leute. Kopfbau habt ihr gesehen im Werkbund Zeus mit, ja, heute Amy Smokebox, die andere, der Lotus ist im Aufwasch, mit 3 Kohlen, 2 in der Smokebox, eine obendrauf. Wie ihr gesehen habt im Kopfbau, ich habe am Rand so ein Stückchen freigelassen, also ich habe wie so einen Graben gezogen, dass das wirklich wie ein richtiger Donut aussieht. Das mache ich jetzt seit einer Woche ungefähr, habe ich so für mich entdeckt. Das funktioniert einfach besser, weil die Hitze, also die Smokebox hat ja hier am Rand überall so kleine Schlitze. Und die liegen dann genau über dieser Freifläche und dadurch zieht die Luft richtig schön unter den Tabak und ihr verbrennt oder ihr raucht halt wirklich alles durch. Und ihr habt einen super angenehmen Durchzug, weil die Luft muss gezwungen durch den Tabak. Und es läuft halt auch schön an der Seite vorbei und es ist halt ein super intensiver Geschmack. So. Ich stelle die Dose mal wieder hier hoch. Das Ganze steht ja jetzt schon ein paar Minuten und von daher würde ich sagen, wir nehmen den ersten Zug vom Chilma Persian Apple.
Ja, nochmal kurz. Er muss doch noch ein bisschen angeraucht werden. So, jetzt ist er gut da. Rauchentwicklung muss ich, glaube ich, wie immer nicht viel dazu sagen. Ja, habt eine relativ gute Rauchentwicklung. Ist jetzt keine Rauchbombe wie ein Holster oder ein Hukain oder, na, ihr wisst, was ich meine. Aber es geht auf jeden Fall gut fit. Dann würde ich sagen, wir nehmen nochmal einen Zug und dann kommen wir mal zum Wichtigsten, nämlich dem Geschmack. Also zum Geschmack. Ihr habt hier beim Ausatmen eine ganz, ganz dezente, mal kurz hier ein bisschen freimachen. Ihr habt hier eine ganz, ganz dezente Frische, aber wirklich schon leicht, ich würde es auch nicht als kühle bezeichnen, es ist wirklich schon eine leichte Frische. Der ganze Tabak ist übrigens auch TPD-konform. Also ihr könnt ihn weiterhin kaufen. Ja. Wie gesagt, ihr habt so eine ganz leichte Frische am Anfang und dann beim Ausatmen habt ihr halt so einen super, super leckeren persischen Apfel. Ja? Also persischer Apfel, wer schon mal einen gegessen hat oder so, ja, das hat immer so einen, ja, hat einen eigenen Apfelgeschmack. Es ist allerdings kein herber oder saurer Apfel. Es ist wirklich ein sehr schön süßer Apfel. Ziemlich süß das Ganze. Und wer schon mal den Tee persischer Apfel, gibt es ja auch, schon mal getrunken hat, der hat den Tabak quasi so schon mal geschmeckt, weil der Tabak schmeckt wirklich fast 1:1 wie der Tee. Für mich, muss ich sagen, ein sehr, sehr gelungener Apfeltabak. Ich habe an dem Tabak absolut nichts auszusetzen. Ja? Also wer hier einen authentischen Apfel wirklich mal sucht, der schön süß ist, ohne Anis oder Lakritz, also nicht dieses Doppelapfel, sondern wirklich diesen einfachen, normalen Apfelgeschmack, den man dann wirklich nicht häufig hat, der macht mit dem Chilmar Persian Apple absolut nichts falsch, vor allem bei dem Preis von 18,90 € für 250 Gramm. Super Preis. Schnitt ist 1A. Die Molasse ist super eingezogen. Er lässt sich gut bauen, er lässt sich auch gut rauchen. Ja? Es drückt nicht, da kratzt nichts. Es ist wirklich sehr, sehr smooth und angenehm. Und er schmeckt einfach unglaublich lecker. Ich rauche ihn zurzeit ziemlich, ziemlich gerne. Auch jetzt, wenn es zu warm ist, durch diese leichte Frische bringt es schon einen angenehmen Touch mit drüber. Also, schlussendlich, wie gesagt, wenn ihr einen natürlichen Apfel sucht, macht ihr mit dem Chilmar Persian Apple alles richtig. Von mir gibt es deshalb eine Kaufempfehlung. Und damit bleibt mir heute nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.